Armini, wir haben Armini geholfen. Ich glaube, das war gar nicht schlecht. Puh. Nein, wir wollten es nicht so. Das ist eine Lüge. Alter, Alter! Lass ihn nicht in Frieden. Blick hier gerade gar nicht durch. Wo ist der denn? Ach, Armini ist schon wieder tot. Ich belebe den mal wieder. Der hilft uns dann doch bestimmt. Oh, wer hat denn da den Fertigkeitspunkt? Hat jemand Fliegen gesehen? Toll, ne? Wenn ich nervös bin, esse ich immer was. Hat jemand Fliegen gesehen? Fuck, meine Dings ist noch nicht wieder da. Toll. Das ist bestimmt von der Fertigkeitspunkt-Dings. Fertigkeitspunkt-Dings hat eine Faust über dem Kopf. Ach so. Okay. Ah, warte, ich spreng das Ding einfach in die Luft. Ha. Ist er weg? Nee. Aber Kakottl geht's gut. Fuck. Jedenfalls noch. Alter. Aber ich glaube, wir haben hier eine ganz gute Mannschaft schon zusammen. Wir kriegen das locker hin. Na, guck mal, wie schnell wir sie platt machen. Ich komme gar nicht so mit dem Looten hinterher. So, weiter geht's. Kakottl helfen. Ja. Ich glaube, da switch ich mal um auf Granaten. Einmal bitte von 1 bis 5 durch. Da! Den Turm aufstellen. Boah, ich bin hier nur am Klicken. Oder auf der Tastatur, meine ich. Auf der Tastatur am Klicken. Ja. Ich mache hier neue Skills durchschalten. Mittlerweile habe ich da so ein System drin, was ganz gut funktioniert. Oh oh. Die mich... Oh, der... Ich wollte mit dir reden. Oh, was ist denn das hier? Ein Eiswerfer. Nee, den aktiviere ich jetzt mal nicht. Das können wir ja später machen. Boah. Oh, da ist ein Kaufmann. Was der so? Ach, jetzt sind wir hier also bei dem im Dorf von denen. Mhm. Ich glaube, ich verkaufe erstmal so ein paar Sachen. Bitte die Quarteldiebe. Ah, toll. Jetzt sind wir hier schon wieder. Nee, ich muss jetzt erstmal was verkaufen. Hier geht aber schon wieder die Action. Ich kann nicht verkaufen. Kacke. Leute, ich wollte eigentlich auf Minen umswitchen. Danke. Habt ihr Handelsware dabei? Na komm schon. So. Boah, dieser Minendings ist wirklich gut, wenn man das verteidigen will. Also, jetzt geht es darum, das Dorf der Quattles hier zu verteidigen, weil die genauso von Dieben angegriffen werden, wie alle anderen auch. Rebellen. Hey. Wieso läuft der nicht in meine Falle? Oh, scheiße, ey. Ich blick hier gar nicht mehr durch gerade. Irgendwie sind die auch sofort alle tot. Ich weiß gar nicht wieso. Das ist so eng. Ja. Da hofft man irgendwie gar nicht so richtig, wo die denn jetzt herkommen. Nee. Nö. Also, wir machen dann einfach mal irgendwas hier, oder? Ah ja, wäre man einfach auf den Tasten und dann. Nee, wir schießen einfach. Hauptsache, wir, machen hier dieses Event. Hast du das Herz auch schon abgeschossen? Welches Herz? Das Herz hier. Ich glaube ja. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn du in der Gilde wärst, weil dann würden wir ordentlich Endlichpunkte. Ich bin in einer Gilde. Ja, aber nicht in meiner. Ja, das wäre dann ja auch, wenn dann die Ready-to-Play-Gilde. Boah, was geht? Hier ist es gerade extrem laut. Boah. Was für ein Event war denn jetzt auch so? Oh oh, da kommt einer von der Seite, der will sich hier reinschleichen. Oh, wie viele Leichen hier liegen. Das ist übel, ne?
Mächtiges Gewehr der Verdorbenheit. Das ist natürlich gut, wenn man hier so Gegner ganz viel tötet, dann bleibt auch... Boah, hallo! Dann kriegt man auch viele Sachen. Ey! Viele hier noch. Ich würde am liebsten... Was ist denn los? Ich würde am liebsten einfach die ganze Zeit so einen Area-Effekt machen. Das geht aber nur mit meinen Minen. Ach, Moment. Ich glaube, ich switch einfach um auf Granaten. Dann werfe ich die ganze Zeit. Ich muss mal kurz raus aus dem Kampf. So, komm, auf Granaten. Oh, jetzt greift mich da so ein Inquestur-Arschlöcher. Ach nee, Auslöscherin. Nennt sich selbst schon Inquestur-Arschloch. Ja. Hast du keine Chance gegen mich. Tschüss. Komm, ich bin nicht mehr im Kampf. Ich versuche mal ganz kurz aus dem Kampf rauszukommen. Hau einfach irgendwo Wasser hin. Das ist so laut, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. So, komm, auf Granaten umswitchen, danke. Kann das jetzt? Du bist dran. Wie viele Leute hier auch sind. Ja, hier sind ganz schön viele Leute. Und hier kommen noch. Das stimmt. Doch, cool, dann werfe ich Granaten. La 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 la. La la. Ich werfe einfach Granaten, ganz fröhlich. Boah, übel. Guck dir mal die Leiche an. Jetzt müssen wir erstmal looten. Ich kann so viel F drücken, ich habe glaube ich so viel aufgenommen gerade. So. Boah. Knuspriger Leuchtkäfer im Biss. Heilig Abstand, cool. Habt ihr was zu essen? So, jetzt kann man erstmal hier alle Sammelgegenstände laden und kompakt. Der Vater. Boah, Schrott verkaufen, tschüss. So, jetzt schaue ich erstmal, was ich da bekommen habe. Tausende Beutel, die ich aufmachen kann. Heute ist, muss morgen nicht. Mächtiges Gewehr der Verdorbenheit. Geil. 213 bis 261. Geringes Siegel der Verdorbenheit. Siegel? Wie haben die denn Siegel geschrieben? Nee, das heißt so. Ach so. Ihr erhaltet plus 5 Zustandsschaden für jedes besiegten Gegner. Das ist groß schwer. Plus 20 Kraft. Geil. Meisterwerkgewehr. Geile Scheiße. Seelengebunden, natürlich. So, dann habe ich noch vitale überlegene Nietenstiefel. Da mache ich mit. Wer heute isst, muss morgen nicht umherziehen. Wer heute isst, muss morgen nicht umherziehen. So ist das nämlich. Mal kurz, ob ich was beim Handelsposten loswerden kann. Und ich schau mal kurz, ob ich was habe, was dir gefallen könnte. Da habe ich zum einen unheilvolle Glyphenhandklinge, Waffenstärke 153 bis 163 mit Aufwertungsplatz und plus 6 Zustandsschaden. Habe ich auch. Okay. Harpun brauchst du nicht, ne? Was zu essen? Weiß ich gar nicht, ob ich die benutzen zu tun. Kann. Bitte sprecht schnell. So, ich muss auch mal was beim Handelsposten loswerden. Und zwar... So geht der Handelsposten. Da braucht ihr nicht immer irgendwo hinzulaufen, sondern ihr könnt auch direkt... Muss morgen nicht umherziehen. Ja, ihr könnt auch direkt hier verkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt was verkaufen möchte, gehe ich hier drauf, dann lädt er das. Und nichts passiert. Geh mal zu der Wegmarke. Zu welcher... Achso, du gehst dahin. Und dann verkaufe ich zum Beispiel die hier, die Handschuhe des Lehrlings. Dem höchsten... Ja, das verkaufe ich dann einfach. Maximum verkaufen, verkaufen, wird verkauft. Lackangelrute. Zack, verkauft. Den Kurzbogen kann ich verkaufen. Verkaufen, heute verkauft. Ist, muss morgen okay. Nicht für Karma
Waffen kaufen, also für Unterwasser. Speere und Speerschleuder und sowas. Kaufe ich mir einen. Ohrringe kaufe ich mir auch. So, eine mächtige Pistole. Die will keiner haben. Die Sucherstiefel will auch keiner haben. Hast du eine mächtige Speerschleuder? Beziehungsweise Harpunenschleuder. Oh, was hat er denn? 146 bis 161 Schaden plus 10 Kraft. Moment. Was hat er nochmal? 146 bis 161 und plus 10 Kraft. Und das ist eine... Harpunenschleuder. Ja, die kann ich gebrauchen. Und es ist doof, dass man das nicht mehr so tauschen kann. Ich muss mal kurz weg. Ja, irgendwie ist das doof, ne? Geht das? Oh, nee, geht nicht. Zerrissene Tierhaut. Oh, ich hab Enter gedrückt. Guck mal, die mystischen Münzen kann man auch verkaufen. Die will ich aber gar nicht verkaufen. Nee, die kannst du noch gut brauchen. Wer heute isst, muss morgen nicht umherziehen. Ich habe schon fast wieder 10 Silber. Ist das cool? Mhm. Habe ich auf Senden gedrückt, aber es will einfach nicht schicken. Plus 16 Präzision, das ist natürlich gar nicht mal schlecht. Aber leider ist es mir zu schwach. Ich habe wieder einen Eigenschaftspunkt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Mhm, ich auch. So, kompakt. Da ist auch schon Post gekommen. Und ich habe die Farbe Nachtfeuerfarbe. Da gucken wir gleich mal, ob die selten ist oder nicht. Die wird mir gar nicht angezeigt hier. Muss ich die aktivieren irgendwie? Achso, ja, ich muss ja drauf. Hehe. Oh ja, eine seltene Farbe. Nachtfeuer, cool. Das werde ich direkt mal... Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Das sind ungefähr 45 Minuten. Ja, ich mach mich mal nachtfeuerig. Das rot? Nee, das ist so ein Schokobraun. Schokobraun. Ja. So ein Schokobraun. Oh, jetzt bin ich voll nachtfeuerig unterwegs. Ey. Vielleicht mache ich meine Hose noch nachtfeuerig auf. Abgepasst. Nee, das sieht irgendwie doof aus. Zack. Gut. Ich komme auch mal eben zu dem... zu dem Punkt da. Ich stand neben dir. Ach so, aber den will ich auch noch mal eben haben. Du kannst auch bei dem Karma-Dingens... kannst du dir... Libellen-Ohrringe kaufen. Nee, ich trage keine Ohrringe. Libellenflügel-Ohrringe, die geben aber plus 5 Kraft. Hab ich... Wo sind die? Wo sind die? Hier. Gut, da. Dass wir uns treffen. Zeigt mir, was ihr könnt. Plus 5 Kraft. 140. Ach, ich habe 1000 noch was. Mhm. Seit der großen Explosion riecht die Luft so komisch. Mir juckt davon die Nase. Jemand sollte nachsehen, was passiert ist. Und hast du schon gesehen, wie nachtdingsig ich aussehe? Ja, ins Licht. Ich komme ins Licht. Was bist du denn da? Voll nachtig, oder? Sieht echt aus wie Schokolade. Ich hab Schokoladenhandschuhe. Und Schulterdinger. Mhm. So, das haben wir gemacht. Was, wir waren immer noch bei deiner Quest dran, oder? Ja. Ach, Moment. Ich muss erstmal Fertigkeitspunkte vergeben. Ach, ich komme ja gar nicht hinterher. Eigenschaftenpunkte. So, was haben wir denn da? Erhöht Kraft. Also ich setze ja auf Kraft und auf Schusswaffen. Fertigkeiten, ich brauche noch einen Punkt.